Hallo du hinter Bildschirm und herzlich willkommen zu meinem vierten Substapel, denn diese Woche ist meine Subwoche und heute stelle ich euch meinen Fantasy, Science Fiction und Horror Sub vor und ich kann euch gleich im Voraus sagen, das wird der vermutlich mit Abstand größte Stapel, den ich euch in den letzten Tagen gezeigt habe, denn mein Problem ist einfach, dass ich total gerne Fantasy und Science Fiction lese und auch Horror, was ich jetzt einfach mal dazu zähle, aber einfach in der richtigen Stimmung dafür sein muss. Und deswegen ist irgendwie mein Sub, was dieses Genre angeht, ziemlich groß und muss halt nach und nach abgebaut werden. Aber von diesen Büchern sind einfach auch so viele dabei, die ich jetzt in nächster Zeit direkt lesen möchte. Und ja, gucken wir einfach mal, was ich alles auf dem Sub habe. Ich stelle es jetzt nacheinander vor und das wird vermutlich so viel sein, dass ich jetzt direkt anfange, ohne noch mehr Zeit zu verschwenden. Zuerst habe ich hier Der Nachtzirkus von Aaron Morgenstern. Es ist ein ziemlich fantastisches, also Fantasy-Buch irgendwie über Magier und über Magier, die eine Rivalität haben und halt über einen Nachtzirkus namens dem Cirque du Rêve, der einfach irgendwie auftaucht und der total mysteriös ist. Und dieses Buch ist so toll gestaltet und das habe ich schon jetzt seit einem Jahr bestimmt auf dem Sub und wollte das wirklich jeden einzelnen Monat lesen und ich weiß nicht, warum ich das bisher noch nicht gemacht habe, aber das Buch wird jetzt ganz bald gelesen, weil ich bin so dermaßen angefixt davon. Ich habe bisher nur tolle Sachen davon gehört und deswegen wird das jetzt ganz, 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 ganz bald von mir gelesen. Ich bin nämlich so gespannt, was diese Geschichte bietet und ja, werden wir mal sehen, was dann hier der Fall ist. Dann habe ich hier Bücher von Cassandra Clare, nämlich aus dieser City of Reihe, also die Chroniken der Schattenjäger bzw. die Chroniken der Unterwelt, City of Bones. City of Bones habe ich hier gelesen und fand es relativ gut, weil es nicht so den Mega-Hype-Wert, den es hatte. Aber City of Ashes, City of Glass und City of Fallen Angels ist bei mir auf dem Sub und auch der erste Teil von dieser Prequel-Trilogie, also Clockwork Angel, die sind alle auf meinem Sub. City of Ashes habe ich sogar schon zur Hälfte gelesen, aber habe das erst einmal pausiert. Und da muss ich auf jeden Fall bald mal weiterlesen, denn diese Reihe hat ja, glaube ich, 5 oder 6 Bücher. Und ich will die auf jeden Fall alle gelesen haben. Vermutlich schaffe ich es dieses Jahr noch nicht, aber ja, diese Bücher kennen auch die meisten Leute von euch und deswegen will ich die auf jeden Fall bald mal lesen. Dann habe ich die Shannara-Chroniken, also die Shannara-Chroniken des Schwert der Elfen und die Shannara-Chroniken Elfensteine, jeweils von Terry Brooks auf dem Sub. Die habe ich vom Verlag zur Verfügung gestellt und die lese ich auch zurzeit. Also ich lese da immer mal so ein paar Seiten, aber komme irgendwie nicht so extrem voran, weil es mir nicht so gut gefällt, wie das jetzt meinetwegen bei Herr der Ringe der Fall wäre. Also es ist ganz solider High Fantasy, aber jetzt absolut nichts Besonderes irgendwie. Aber ich lese die wirklich aktiv, ich lese die auch seit mehreren Monaten irgendwie und meine Rezension zu diesen beiden Büchern folgt bald, aber ich habe sie erst einmal auf den Sub noch dazu gezählt, weil ich sie halt noch nicht komplett durch habe und ja, die Shannara-Chroniken ist neu rausgekommen in dieser neuen Ausgabe, weil es da ja auch eine TV-Serie zu gibt. Und wenn ich dann die Bücher gelesen habe, werde ich mir auf jeden Fall auch die Serie geben. Ist ja ganz klar. Dann habe ich den zweiten Teil der The Land of Stories Reihe von Chris Colfer. Chris Colfer ist der Schauspieler von Kurt aus Glee. Und der hat halt mit dieser Reihe eine total süße, gut geschriebene Fantasy-Reihe für Kinder und Jugendliche, würde ich mal sagen, erschaffen. Also es ist so ein bisschen Middle Grade eigentlich. Und die sind einfach so cool, diese Bücher. Ich habe den zweiten Teil zur Hälfte bisher gelesen, aber noch nicht durchgelesen und deswegen zähle ich ihn noch zum Sub. Und diese Bücher sind einfach irgendwie total cool und ich bin ganz gespannt, den zweiten Teil dann zu Ende zu lesen, denn es gibt mittlerweile auch schon Band 3 und 4 und ich glaube sogar auch Band 5 schon. Und die will ich alle irgendwann mal lesen, weil es einfach hier um Märchen geht und um Freundschaft und um richtig coole Sachen einfach. Und ich fand die Reihe bisher total cool, aber muss irgendwie in Stimmung sein, mir ein bisschen was Seichteres, Märchenhafteres zu geben. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich zu diesem Buch hier mal wieder greifen. Dann habe ich eine Kurzgeschichtensammlung von George R. R. Martin herausgegeben, nämlich Königin im Exil und 20 weitere Kurzromane. Das sind dann auch Kurzromane, die im Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer Universum spielen, oder auch von Diana Gabaldon, eine Outlander Story. Also hier sind ganz viele Autoren mit am Werk gewesen, einfach Größen der Fantasy-Literatur, die hier irgendwie eine Geschichte dazu beigetragen haben. Und das hat über 1000 Seiten, es ist mega dick. Ich habe es als Mängelexemplar bekommen und da habe ich mich mega drüber gefreut und ich werde das ein bisschen mal reinlesen, zusammen mit Vilja eventuell, haben wir in den Kommentaren mal so ein bisschen geschrieben und ja, mal gucken, was es hier so gibt, weil so viele unterschiedliche Autoren, viele verschiedene Stile wahrscheinlich, aber ja.
Dann habe ich eine komplette Trilogie, also drei weitere Bücher zu meinem Sub, nämlich die Mistborn-Trilogie von Brandon Sanderson. Auf Deutsch ist das die Nebelgeborene-Trilogie. Die habe ich im amerikanischen Booktube gesehen, da wurde es mega gehypt und für total gut befunden. Und es hört sich auch einfach richtig, richtig gut an. Und ich habe halt diese drei Bücher für einen absoluten Schnäppchenpreis bei Rebuy ergattern können, habe ich mir direkt alle drei geholt, auch wenn ich den ersten noch nicht einmal gelesen habe. Aber der erste ist ganz, 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 ganz weit oben auf meinem Sub. Und da werde ich auf jeden Fall demnächst mal reinlesen, aber vermutlich eher, wenn die Temperaturen wieder fallen, weil ich halt eher so im Winter auf dem Fantasy-Trip bin, kann man so sagen. Dann habe ich hier den ersten Teil von Percy Jackson, nämlich Diebe im Olymp. Und ich merke gerade, wie überbelichtet ich eigentlich bin, aber da müssen wir jetzt mit leben, genauso wie wir damit leben müssen, dass ich Percy Jackson noch nicht gelesen habe. Ich habe die ersten 100 Seiten oder so angelesen, fand es ganz okay, jetzt nicht so der absolute Knüller. Aber dieses Buch hat mich irgendwie nur 4,99 € gekostet, deswegen habe ich das mal mitgenommen. Und ich bin auch mega gespannt, was es da so drin gibt, weil die Filme waren scheußlich und ich habe von den Büchern aber sehr viel Gutes gehört. Teilweise wurde sogar gesagt, dass ich das mit Harry Potter messen kann. Da bin ich ja ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber nach den ersten 100 Seiten war es auf jeden Fall solide, aber jetzt nicht so der absolute Oberhammer. Und wie gesagt, im Winter, wenn wieder ein bisschen die Fantasy-Zeit für mich losgeht, dann nehme ich das sicherlich nochmal zur Hand. Dann habe ich einen weiteren zweiten Teil einer Reihe, tatsächlich einer Duologie. Also das ist schon der abschließende Teil. Und zwar The Rose and the Dagger von Renee Ardy, der zweite Teil von Zorn und Morgenröte. Das hat ja relativ polarisierende Stimmen bekommen, könnte ich mal sagen. Ich persönlich fand den ersten Teil toll und habe mir den zweiten dann noch direkt vorbestellt und habe ihn einfach bis jetzt noch nicht gelesen, obwohl er, glaube ich, im April rauskam oder so um den Dreh. Also irgendwann in der Mitte des Jahres kam er raus und ich habe ihn einfach noch nicht gelesen, obwohl diese Bücher so schnell zu lesen sind und es auch nicht so wahnsinnig viele Seiten hat. 400 hätte ich eigentlich relativ schnell lesen können, aber irgendwie, ich weiß nicht so recht, warum ich da noch nicht so gegriffen habe. Auf jeden Fall erzählt dieses Buch halt die Geschichte weiter von Shahrzad und dem Kalifen von Khorasan. Und also wer nicht weiß, worum es hier geht, da würde ich es natürlich weiter spoilern, deswegen mache ich es nicht. Aber guckt euch einfach bei BookTube mal so die verschiedenen Stimmen zum ersten Band an. Ich persönlich fand den ersten Band richtig gut und freue mich deswegen auch auf den zweiten. Dann habe ich I Am Number 4 von Pittacus Law. Das habe ich mal bei Rebuy für 70 Cent oder so dazu bestellt. Das wird vermutlich noch länger auf meinem Sub bleiben. Es ist die Romanvorlage zu diesem Film I Am Number 4 oder Ich bin Nummer 4, bei dem unter anderem Diana Agron aus Glee mitspielt. Die finde ich ja richtig, richtig, richtig geil. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir auch mal das Buch. Das ist ja eine Reihe und ich glaube, es wird noch dauern, bis ich es wirklich lese. Ich glaube, über Pittacus Law gibt es auch irgendwie so eine Kontroverse, dass er irgendwie Leute bezahlt, die seine Bücher schreiben, oder er wollte irgendwie eine Marke eintragen lassen. Also irgendwie gab es eine Kontroverse, ich krieg's nicht mehr zusammen, worum es ging, aber es ist mir eigentlich egal, solange die Geschichte gut ist. Und ja, ich habe es halt noch nicht gelesen und es wird auch noch lange auf sich warten. Dann habe ich Rubin Rot von Kerstin Gier, auch das habe ich noch nicht gelesen, wie jedes einzelne Buch auf meinem Sub macht Sinn. Und das ist auch ziemlich weit oben auf meinem Sub, das habe ich mal bei Rebuy mitbestellt und das habe ich einfach schon so lange im Auge. Und es ist eine Zeitreisegeschichte und ich stehe einfach extrem auf Zeitreisegeschichten, gerade zur Zeit, um auch so ein bisschen Recherche zu betreiben für meinen eigenen Roman, könnte ich sagen, weil das auch eine Zeitreisegeschichte ist. Und das hier ist halt so ein bisschen eine Liebesgeschichte, aber auch eine Zeitreisegeschichte und irgendwie hört es sich total cool an. Und es ist ja auch eine Trilogie, deswegen bin ich noch ein bisschen abgeschreckt, dann gleich halt für drei Bücher sich zu binden quasi, wenn man dieses Buch liest. Und deswegen, ich glaube nur deswegen habe ich es bisher noch nicht gelesen, aber es ist ganz oben auf meiner Wunschliste und wird vermutlich noch dieses Jahr dann gelesen. Dann habe ich noch ein Buch von Game of Thrones, also von George R. Martins, das Lied von Eis und Feuer auf dem Sub, nämlich den letzten, A Dance with Dragons. Das ist dann auf Deutsch sozusagen die letzten zwei Teile und ich hole den jetzt hier nicht raus, weil die so schwer irgendwie aus dem Schuber rausgehen. Aber den letzten Band auf jeden Fall habe ich noch nicht gelesen, was vermutlich auch daran liegt, dass ich einfach nicht so große Lust darauf habe, weil halt die Serie jetzt total abweicht. Und weil der vierte Teil schon nicht mehr so der Wahnsinn war, wie es jetzt bei den ersten drei der Fall war. Und der fünfte Teil ist halt schon wieder dicker als der vierte. Und oh, irgendwie bin ich da bisher noch nicht zu gekommen. Aber ich glaube, bevor dann die siebte Staffel losgeht, nächstes Jahr im Sommer, werde ich das auf jeden Fall gelesen haben, um dann
noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu bekommen und einfach noch mehr in diese Welt von Westeros eintauchen zu können. Dann habe ich vor einigen Monaten Elixir von Hilary Duff gelesen. Also Hilary Duff kennt man ja aus Lizzie McGuire oder so als Schauspielerin. Und die hat Bücher geschrieben, nämlich die Elixir-Trilogie. Und davon habe ich auch die weiteren zwei Teile, nämlich Devoted und True. Der erste Teil hat mir ja so mittelmäßig gefallen. Also eigentlich hat er mir tatsächlich nicht gefallen, weil er sehr... ja, Teenie-mäßig halt war im Endeffekt. Aber irgendwie hat mich die Geschichte trotzdem bei der Stange gehalten. Und diese Bücher kann man so schnell weglesen. Also jetzt mal ehrlich, den ersten Teil habe ich auch in 2 Tagen irgendwie durchgelesen. Und deswegen habe ich die beiden Teile auch noch auf dem Sub. Und die werde ich auch dann demnächst irgendwann noch lesen, einfach weil sie halt so schnell gehen. Und weil ich wissen will, wie die Geschichte auch ausgeht. Auch wenn das bedeutet, dass ich mich tierisch dann immer wieder aufregen werde. Aber solche Buchreihen kennt ihr vielleicht auch. Bei mir ist da das vergleichbar mit der Selection-Reihe. Und wo wir schon bei der Selection-Reihe sind, der vierte Teil, also die Kronprinzessin, ist auch auf meinem Sub, habe ich noch nicht gelesen. Meine Mutter hat es gelesen und meinte, es wäre nicht so gut wie die ersten 3 Teile gewesen. Deswegen war ich noch nicht so in Stimmung für, aber weil es jetzt ja auch den 5. Teil schon auf Deutsch gibt, werde ich diesen hier auch bald lesen und dann zusammen mit dem 5. durchsuchten. Aber bisher ist nur der 4. bei mir auf dem Sub. Dann, meine lieben Leute, ich mache mir jetzt gar nicht erst die Mühe, das aus meinem Regal rauszuziehen, denn... hier stehen die Bücher, nämlich Der dunkle Turm von Stephen King. Da habe ich tatsächlich Teil 2 bis 8 noch auf dem Sub. Also ja, da erhöht sich mein Substapel um 7 Bücher. Meine Fresse, wenn man das denn so zählen mag, weil Der dunkle Turm-Zyklus ist eigentlich so eine Geschichte im Endeffekt. So ein bisschen wie bei Herr der Ringe, eine Geschichte, die einfach nur in ganz viele verschiedene Bücher aufgesplittet ist. Aber diese Bücher sind einfach auf meinem Sub. Und ich freue mich, wenn Thorsten von Toto Liest da dann eine Challenge draus macht, dass wir das alles gemeinsam lesen können. Denn diese Reihe ist einfach nur episch und ich freue mich drauf, die dann zu lesen, auch wenn der erste Teil mir nicht so extrem zugesagt hat. Aber ja, die habe ich dann alle auf dem Sub. Ich zeige sie euch nicht. Habe sie auch schon mehrmals in die Kamera gehalten. Und das wird vermutlich lange dauern, bis ich die komplett durchgelesen habe. Aber zumindest den zweiten Teil wollen wir, glaube ich, diesen oder nächsten Monat noch gemeinsam lesen. So, jetzt gehen wir so ein bisschen auf diese Science-Fiction-Schiene, denn erst einmal habe ich hier noch so ein paar Jugendbücher, nämlich zum einen Cinder von Marissa Meyer, auf Deutsch heißt es, glaube ich, wie im Monde, so silbern. Also diese Nacherzählung von Cinderella quasi, wo sie halt ein Zeitrock ist irgendwie und in einer dystopischen Gesellschaft lebt. Da bin ich auch absolut gespannt drauf, hab mal reingelesen, aber nur das erste Kapitel und hey, hier ist sogar nochmal Lesezeichen drin, ne? Wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall, das werde ich dann auch demnächst mal lesen. Dann ein Buch, das ich tatsächlich fast aussortiert hätte, nämlich Die Bestimmung, letzte Entscheidung von Veronica Roth. Also Die Bestimmung und ich, wir haben echt eine komische Beziehung. Den ersten Band fand ich sehr gut, den zweiten Band weniger gut und ich wurde gespoilert für das Ende vom 3. Band. Und vor allem die Filme sagen mir einfach überhaupt nicht zu, die fand ich eher schlecht als recht. Und deswegen habe ich einfach überhaupt gar keinen Bock auf diesen 3. Teil. Und dazu kommt noch, dass diese 3, die Bestimmungsbücher, so scheiße bei mir im Regal aussehen, weil der 1. Band so eine Filmausgabe ist, der 2. Band ein Taschenbuch und der 3. Band diese ganz normale gebundene Ausgabe. Den 2. Band habe ich tatsächlich aussortiert in der Hoffnung, mir den irgendwann als gebundene Ausgabe nachkaufen zu können. Aber diesen hier, ich weiß nicht, ob ich dieses Buch jemals lesen werde, ganz ehrlich. Das ist nun schon seit 3 Jahren, glaube ich, bei mir auf dem Sub oder seit 2 Jahren. Und ich habe da einfach keine Lust drauf und ich würde dieses Buch höchstens lesen, um einfach die Reihe irgendwie zum Ende zu bringen, aber ich habe einfach keine Lust darauf, also wirklich nicht. Und dann Ich fürchte mich nicht von Tahereh Mafi, also die Shatter Me Trilogie, davon der 1. Band, den habe ich auch schon jetzt etwas länger auf dem Sub seit meiner Rebuy-Bestellung, die ihr euch hier oben nochmal angucken könnt. Auch das ist ziemlich weit oben auf meinem Sub, denn auch da bin ich super, super gespannt. Es ist ein ziemlich außergewöhnliches Buch vom Schreibstil her, habe ich so gehört. Und das sieht man auch, weil immer mal wieder so Sätze durchgestrichen sind. Das werdet ihr jetzt nicht sehen durch den blöden Weißabgleich. Aber es soll auf jeden Fall ein sehr außergewöhnliches Jugendbuch sein. Es ist wieder eine Dystopie und es hat nicht so super viele Seiten. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall nächsten Monat, glaube ich, sogar noch lesen. Dann haben wir ein richtig schweres Buch, nämlich Limit von Frank Schätzing. Das wäre dann mein erstes Frank Schätzing Buch. Viele haben mir gesagt, dass ich lieber mit Der Schwarm anfangen soll, auch wenn Der Schwarm genauso dick ist wie dieses Ungetüm. Aber Limit habe ich mir mal für 70 Cent bei Rebuy eingepackt und es ist in einem Top-Zustand. Und es hat eine richtig, richtig coole Beschreibung.
es geht irgendwie um Weltraumfahrten, es geht darum, dass mit Helium-3 gehandelt wird und dass so absolut Korruption entsteht im ganzen Weltraum und ja, dass es irgendwie eine bedrohliche Entdeckung gibt auf dem Mond. Also eine absolut geniale Science-Fiction-Geschichte und ich bin ganz gespannt, wie mir Frank Schätzing zusagt. Ich habe, wie gesagt, noch nichts von ihm gelesen und Limit wird dann das erste Buch sein, das ich mir von ihm gebe. Ich weiß allerdings noch nicht, wann. Dann haben wir hier den Marsianer, also der Marsianer von Andy Weir. Das ist die Filmausgabe, ne, mit dem Poster von, ist es jetzt Mark Wahlberg oder Matt Damon? Ich verwechsel die beiden irgendwie immer auf jeden Fall, ne? Hier, Mark Watney ist auf dem Cover und da habe ich auch so viele gute Sachen zugehört. Ich habe auch den Film auf meiner Festplatte und das wird auf jeden Fall so ablaufen, dass ich zuerst das Buch lese und dann den Film gucke. Ich weiß aber noch nicht, wann ich dazu komme und ich bin aber auf jeden Fall hier, wie bei jedem anderen Buch auch, das sage ich ja auch in jedem zweiten Satz, absolut gespannt drauf. Und es haben auch viele Leute, deren Meinung ich schätze, da schon gute Sachen drüber gesagt und deswegen ist der Marsianer auf meinem Sub und wird definitiv bald gelesen. Und dann noch zwei weitere Science-Fiction-Bücher, die Teil einer Trilogie sind, nämlich Der Übergang von Justin Cronin und Die 12 ebenfalls von Justin Cronin. Das sind Bücher, die ich schon absolut liebe. Dabei habe ich sie noch nicht komplett gelesen. Also den ersten Teil habe ich so bis Seite 150 oder 200 oder so gelesen und fand es richtig gut. Die Aufmachung von diesen Büchern ist toll. Der dritte Band kommt jetzt bald raus. Thorsten hat davon geschwärmt und so viele Leute schwärmen davon. Und ich habe es halt noch nicht gelesen. Die Bücher sind aber auch echt richtig dick, haben beide an die 1000 Seiten. Und bei dem dritten Teil wird es, glaube ich, genauso sein. Aber ich will das unbedingt, unbedingt bald lesen und vermutlich ist das da auch wieder im Winter der Fall, wenn ich mich mit einem dicken Buch unter die Decke flezen kann und dann irgendwie einen Tee trinke und das dann lese. Und ich bin auf jeden Fall mega hammer gespannt darauf. Und ein letztes Science-Fiction-Buch, das wirklich brandneu bei mir angekommen ist, Illuminae von Amy Kaufman und Jay Kristoff. Amy Kaufman kennt man ja als Autorin von These Broken Stars, was auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig war. Und dieses Buch hier ist absolut was Besonderes. Wenn man alleine schon den Schutzumschlag abnimmt, das mir jetzt gerade hier nicht gelingen will, dann merkt man schon, was für ein unglaublich toll gestaltetes Buch das ist. Und es ist einfach kein normaler Roman, sondern es hat so ganz eigenartige Dinge. Es wird in Form von Dokumenten und E-Mails und Gesprächsprotokollen und sowas halt erzählt. Also dieses Buch ist absolut kein klassischer Roman und ich bin so gespannt darauf, weil ich da im englischsprachigen BookTube so viel Gutes drüber gehört habe. Und Amy Kaufman hat mich mit These Broken Stars schon begeistert und deswegen bin ich bei Illuminae total gespannt, was hier wirklich drin steckt, weil es ist ja schon sehr, sehr mysteriös. Kommen wir jetzt zu meinem Horror-Sub, denn Fantasy und Science-Fiction haben wir ein bisschen abgehakt und auf meinem Horror-Sub liegt natürlich das ein oder andere Buch von Stephen King. Den Anfang macht meine letzte Neuerscheinung, also mein letzter Neuzugang, den ich gerade erst gekauft habe, nämlich beim Booktuber-Treffen in Hamburg und zwar das Spiel Geralt's Game. Da geht es um eine Frau, die bei einem Sexspielchen ans Bett gefesselt wird, in einer einsamen, abgelegenen Hütte und ihr Mann stirbt. Und dann liegt sie da und hat den Salat und die Nacht, in der sie da dann liegt, wird wirklich zu einem absoluten Horror, weil sie nachts tatsächlich Besuch kommt, ich glaube Einbrecher oder so kommen und ich habe schon gehört, dass dieses Buch nichts für Zartbeseitigte sein soll und gerade dieses Buch stand schon so lange auf meiner Wunschliste, gerade was Stephen King Bücher angeht und deswegen bin ich hier hammer gespannt, ob mir das auch so gut gefallen wird, wie Stephen King mir eigentlich immer gefällt. Dann, ich erzähle jetzt nicht viel zu den einzelnen Stephen King Büchern, weil zum einen hat Thorsten von Toto Liest diesen Monat ein Stephen King Special, da könnt ihr ganz, ganz viel über ihn erfahren und zum anderen habe ich über diese Bücher schon 100.000 Mal gesprochen. Deswegen zeige ich euch nur kurz, welche Bücher von Stephen King ich noch auf dem Sub habe. Zum einen ist das Wahn. Dann habe ich noch Love, Pulse und Duddits ist auch dabei. Und auch Atlantis habe ich auf dem Sub. Das ist ein Roman, aber so ein Episodenroman. Also es ist, könnte fast so kurzgeschichtenartig sein, aber diese vier Geschichten sind irgendwie connected miteinander. Und deswegen ist es ein ganz normaler Roman. Und da geht es irgendwie um einen alten Mann in einem Altersheim oder so, der Albträume hat und
keine Ahnung, ich habe mir das mal bei Rebuy geholt für 70 Cent und deswegen war das auf jeden Fall Schnäppchen, weil das gebunden ist und dann nichts dran ist. Und last but definitely not least haben wir hier Richard Layman, nämlich zwei Stück von ihm, einmal Der Geist und einmal Das Inferno. Ich habe ja bisher noch nichts gelesen von Richard Layman. Und wenn einer von euch, der dieses Video gerade guckt, eines von diesen beiden Büchern schon gelesen habt, dann schreibt mir bitte unten in die Kommentare, welches davon der bessere Einsteiger-Layman ist. Denn ich habe beide als Mengenexemplar mal ergattert. Das Inferno habe ich geschenkt bekommen von Caroline, von meiner Schwester. Und ich möchte auf jeden Fall mit Layman anfangen, aber ich weiß nicht, ob ich mit Das Inferno anfangen soll oder mit Dem Geist. Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Ja, das waren so einige Bücher. Dieses Video wird ziemlich lange gelaufen sein, deswegen bedanke ich mich bei euch, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr euch alle meine Horror-Fantasy-Science-Fiction-Bücher angeguckt habt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt ein Thumbnail machen soll, weil das so viele Bücher sind, die kann ich gar nicht alle tragen. Aber danke fürs Zuhören. Morgen geht es dann wirklich um meine Sub-Statistik. Da zeige ich euch schon nochmal, wie viele Bücher ich euch in den letzten 4 Videos gezeigt habe. Ich zähle es nochmal genau auf. Und da erzähle ich euch dann auch was über meine Sub-Challenge, die ich ja machen möchte. Ja, meine Sub-Woche ist also bald vorbei. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und tschüss.